Hallo und guten Tag, hat er gesagt, zu dem neuen Spiel findet die Tasche, ne? Denn ich bin eine Flasche. Also irgendwie kommt mir dazu vor. Ja, es ist nicht gaut, es macht keinen Spaß. Irgendwie bin ich nur am Sterben. Ich werde auch nur noch irgendwo hingespawnt, wo mein... Also ganz weit weg. Nicht nur ein Stück, nicht nur ein bisschen, sondern komplett, ne? Am Po der Welt. Werde ich einfach hingesetzt, ne? Und das Spiel sagt sich, puh, mir loyal, leck mich. Und ich denke mir einfach nur so, ja, geil, geile Sache. Macht richtig Spaß. Ui, Buja. Ah, ja, so ist mein Leid hier. Aber irgendwie vielleicht mit unter anderem auch schaffen wir es. Irgendwann mal, ne? Das größte beschissene und Kackproblem ist ja, dass diese bekloppten Scheiß-Idioten-Wölfe da die ganze Zeit um meine Tasche machen und hier ein Auge. Wo denn? Ach, jetzt rennt ihr mir echt hinterher, ja? Ja, ja. Ach, halt dein Sappel, ey. Ich brauche Ausdauer. Ich brauche mehr Ausdauer. Geh weg, geh weg. Warum ist mir jetzt schon kalt? Diese Wärmekits sind nur für den Arsch. Also, die 2 Minuten Wärme. Und dafür zahle ich ja 4 Dinger. Ja, ist doch gut. Meine Güte, ey. Geht mir das hier halt auf den Sack. Also wirklich, also das haben die ein bisschen so behindert gemacht. Also du musst ja, besonders, du musst dir mal vorstellen. Wo kommt der denn jetzt her? Ist er immer noch hinter mir? Du musst ja mal überlegen, dass ich 5000 Mal gestorben bin. Und der mich jetzt da 10.000 Mal irgendwo anders hinsetzt, ne? Statt mich da in die Nähe zu setzen. Weißt du, davor bin ich da praktisch zu Hause gespawnt, also die ganze Zeit, ne? So, und jetzt auf einmal, boah, nee, der kotzt, ey, der kotzt richtig. Ich brauche eine Valium, ey, um runterzukommen. Och, jetzt halt dein Blöd, ey, das ist, oh, ich gehe so kaputt, ne? Das soll sein komisches Schandding halten. Hau bloß ab. Bitte. Ich will nur meine Tasche haben. Und ich will nicht meine Tasche berühren oder sowas. Nein, ich will meine Tasche haben. Vielleicht hat er ja ein bisschen Mitleid hier. Also ich muss ja auch noch mit meiner Tasche denn irgendwie nach Hause, ne? Boah, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich wieder mega Sprinter hinlegen muss. Dieser Wolf da wieder. Ach, der ist da immer noch. Geil. Aber ich muss wieder Tasche auf. Ich werde jetzt wieder sterben. Und dann werde ich wieder in Arsch der Welt reingesetzt. Das sage ich euch. Hundertprozentig. Das ist so. Mich da dann. Ist mir immer noch nicht warm wie noch? Nee. Aber ich habe meine Klamotten jetzt. Boah, da wird eine knappe Nummer. Ich weiß ja auch nicht, warum du die ganze Zeit herumstandst. Ich auch nicht. Ich wüsste es auch nicht. Aber es nervt. Ich war ja.
Oh, das schaffen wir, ne? Oh, das schaffen wir. Boah. Ich nehme nur noch Strohflinten mit, ne? Ich jag den. Ich werde die so misshandeln, diese Wölfe. Tut mir leid, aber es ist so. Die sind so ätzend, hässlich und gemein. Besonders gemein. So, wir werden erstmal alles Fleisch hier braten, was wir haben. So, den hier mal trinken. Oh, Entschuldigung. Da kam ein kleines Rübsale. Warum auch immer. Hat sich ja der Tag gelohnt da, ne? Letzte Folge. Diesmal ein bisschen so rumlatschen und sowas. Ja, hat sich richtig gelohnt. War bestimmt eine spannende Aktion, da einfach mal zu zeigen, dass man nur nichts kann. Aber so ist es manchmal, ne? Weißt du? Weder man verliert, oder die anderen gewinnen. So. Besonders viermal verdorbene Fräsen brauche ich für ein Wärmekit. Und dann besonders spendet auch bei größter Kälte für kurzer Zeit wohl wenige Wärme. Wohlige Wärme. So. Und eigentlich müsste da stehen, für ein Orsch. Einfach für ein Orsch. Zieh nicht an, weil für Orsch. Das müsste eigentlich da stehen. Aber nö, steht nicht, weil wegen Mobben und so. Wenigstens mal hier oben eine Kiste. Und ich habe so viel liegen lassen, ne? Naja, ist egal. Ne? Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. So, aber vielleicht... Ach, guck mal, ist hier was... Nö. Aber vielleicht könnten wir jetzt hier... Natürlich könnten wir jetzt hier, weil wir sind ja auch 10.000 Mal gestorben, Zioni. Das ist doch gut. Das klingt doch noch ein Plan. Ne? Dann könnten wir hier jetzt mal einen Dittrich herstellen. Ach nee, Eisen müsste ich noch mitnehmen. Das ist ein Plan. Und dann können wir hier ja mal einen Dittrich herstellen. Dittrich nur für mich. Dankeschön. Vielen Dank, du kleiner Dietrich. Vielen Dank und auf Wiedersehen. So, der müsste doch jetzt Asche haben. Einmal ausbrennt 22 Asche. Ist ja nicht so dolle, ne? Aber naja, ich darf mich gar nicht beschweren eigentlich. Ich habe auch nur noch zwei Pfeile. Danke. Dürfte ich mir eigentlich auch nicht beschweren, aber ich beschwere mich nun mal. Weil ich das uncool finde. So, den nicht. Nö, den nicht. Finde ich dämlich. Den nicht. Aber ich müsste denn eigentlich... Ah, wir gehen eh gleich runter. Ich muss da mal den Käfig kontrollieren. Weil, mit unter anderem auch, wenn wir Glück haben, aber nur vielleicht, haben wir, Ah, ich habe ja die Schrotflinte bei. Sehe ich ja jetzt erst. Warum habe ich denn die Schrotflinte bei? Cool. Haben wir ja ein Hähnchen oder sowas drin, ne? Das könnte ja auch eine coole Sache sein. Weil ich denn jetzt, habe ich meinen Dietrich nicht ge... Achso, den muss ich noch mitnehmen. Ich würde schon sagen, hatte ich den Dietrich? Hier noch, vielleicht ist denn da auch ein bisschen heller. Den nehmen wir mit. Gut, vielen Dank. Dankeschön. Yes, wir haben Ei. Und yes, wir haben richtig guten Dünger. Eiweiß. Eine offensichtliche Eiweißquelle. Ja, ein Ei ist eine Eiweißquelle. Aber jetzt mach hier ein bisschen noch mehr. Was ist denn Freilandhaltung? Was ist denn? Ach, das kann raus. Muss aber nicht. Oh. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, ne? Dass der da irgendwie am See ist. Vielleicht mit einer Revolver?
Okay. Was macht denn der am See? Ach, da sind die zu zweit am See, oder was? Ach, ein Millimeter. Kommst du her? Kommst du spielen? Oder nicht? Komm her jetzt hier. Ich kann dir auch einen Wolf zeigen. Wo ist er denn jetzt? Oh, okay. Ach ja, wahrscheinlich. Aha. Habe ich mir keinen Schuss mitgenommen? Schon sagen, ey, das war aber jetzt eine mutige Aktion von mir. Oh, tschüssi. Natürlich. Noch einer? Hat einer noch ein Problem hier? Alter Schwede, ey. Ich bin gar nicht aggressiv. Ich bin gar nicht aggressiv. Ich bin gar nicht aggressiv. Nein, 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 nein. Ey, ich weiß auch nicht, was hier los ist. So. Und holen wir uns jetzt einen Snack. Aber guck mal, das Wasser ist nicht mehr gefroren. Das heißt, irgendwo müssten auch meine... Ah, ich glaube, die sind mittlerweile im Arsch, ne? Ich glaube, die sind wirklich kaputt. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier noch irgendwas... Aber dann könnten wir ja auch Fischfallen da irgendwie aufstellen. Aber ich sollte hier nicht so viel rumtollen, weil... Aufgrund von Minusgraden und so. Okay, mal, aber ist ja auch alles jetzt weg hier. Ja, davor gar nicht aufgefallen. Hier ist noch ein bisschen Schnee oder wir haben jetzt einen pigmentierten Stein. Irgendwie sowas. Aber das ist aber gut. Das freut mich. So, okay. Wir können erstmal, können wir das hier machen. Das ist Gaut. Ja, ihr kriegt ja auch Wasser. Ist ja okay. Und ihr kriegt jetzt Premium-Döner, Dünger. Was haltet denn ihr davon? Premium-mäßig. Geil. So, den machen wir hier auch mal rein, ne? Dann kannst du da noch vor dich hin düttern. Ach ja, wir müssen jetzt, siehst du, das wollte ich mal so als nächstes gucken, wie wir denn vielleicht... Ach, eigentlich? Ich kann es einfach jetzt essen, ja? Einfach so, ohne kochen? Ist ja widerlich. Okay. Hm. Ist ja nicht, ob ich das jetzt so geil finde, ne? Aber. Ich sammle mal die Eier. Vielleicht kommt ja irgendwas mal raus dabei oder so. Weiß man ja nicht. Vielleicht schmeckt das denn. Hier mache ich mal eine Ölgewinnung raus, ne? War ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Dann können wir allgemein mal hier noch Fett gewinnen, ne? Mal ein bisschen wieder zu. Jetzt haben wir ja ein wenig bekommen. Aber mal so ganz Tipps so unter Profis, ne? Oder nicht Profis. Ich würde nicht auf die Wärmekits. Also das ist einfach für den Arsch. Glaub mir mal, das macht nicht so viel Sinn. So, du bist jetzt hier fertig. Gut, du bist fertig. Ihr habt noch Wasser. Ich muss mal gucken hier nach dem Mäuschen hier unten.
Ja, vielleicht war es für die ja auch mal eine Lehre, hier irgendwie Essen zu holen. Oder meinen Fisch wegzufischen. Was ist denn, wenn ich hier Freilandhaltung mache eigentlich? Wird mir das hier alles weggenommen oder nicht? So, ich werde erstmal meinen Holzvorrat hier so ein bisschen auffrischen. Ist ja eigentlich auch schon wieder alles vergangen. Aber wir können jetzt wieder ein bisschen rum. Gut, 1 Grad ist jetzt nicht so die tollste Temperatur, muss ich sagen. Boah, ich dachte, ich höre was. Aber jetzt auch nicht so das Schlimmste. Ne, die sind wirklich weg. Ah, denn ich würde die gerne wieder bauen, ne? Diese Fallen, die haben mir ja schon imponiert. Das können wir auch mal wieder weiter weg. Jetzt werden wir auch mal wieder große Bäume mit Maden drinne. Yam, yam, yam. Finden. Und holzen können. Und dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Jetzt fängt das Jahr erst wieder an. Jetzt müssten wir eigentlich auch dingsmäßig. Siehst du, wir werden mal gucken, eventuell. Ne, haben wir noch Federn oder so? Ich bräuchte erstmal, ich glaube, Stöcker. Wenigstens 4 Stück. Wir gehen ja kurz mal nach oben. Bin nämlich nicht, dass mein Ofen aussieht. Ganz einfach so, weil es mag ich nicht. Der Ofen, der nicht brennt, der ist doof. Ja, weil, ja, wollte schon sagen, 4 haben wir ja noch. Dann haben wir ja noch ein paar Nägel. So, und dann können wir uns ja, weißt du, weil wenn wir jetzt nämlich gleich ein Dings da jagen. Wenn wir dann noch Einzeldinge haben. Also so ein Reh finden, ne, dann können wir den ja gleich da wegballern, ne. So, ja, dann haben wir das nämlich auch weg. Flap, flap. Das Fleisch, das, ja, das schmeckt. Zack. Holz hier drin. Achso, ich hätte Wasser holen können. Machen wir auch mal. Dann gehen wir vorne rum und dann ist Gaut. Vielleicht läuft er da nämlich noch rum. Ich weiß es nicht. Also eigentlich ist es gleich, ob ich Schnee jetzt so schmelze oder hier das Wasser abkochen muss wegen Ekligkeiten und so. Ne? Von den Sinn ist es das gleiche. So, da ist als erstes mal eine Kiste. Da gehen wir mal hin. Die paar Minuten wollen wir uns noch Zeit nehmen. Aber wenn ich jetzt hier noch einen Hirsch oder sowas finde, ne? Dann wäre das eigentlich so eine schöne, auch leckere Sache. Weil wild schmeckt mir wild. Ja, da ist schon mal ein Böb. Böb ist immer gut, ne? Können wir gleich mal hier so einen Baum hacken. Dann könnten wir eventuell dann gleich wieder Pfeile und sowas herstellen. Wir hatten ja mal so eine Zeit lang, da hatten wir echt, echt gut Pfeile gehabt. Aber dann wieder ein bisschen so vernachlässigt, ne? Warum auch immer. Ach, siehst du? Ach, da ist ein Doppelburb. Jetzt müssen wir aber einen Doppelburb noch kriegen. Aha. Ich glaube, der eine Burb ist ein bisschen zu böbbelig. So. Hatte ich hier nicht eine Kiste gesehen? Ach da. Ach, Wolf. Oh, nö. Nö, nö. Also wenn ich eins gelernt habe, hoffentlich, aus der letzten Folge, dass ich so eine Schoten jetzt nicht mehr so mitmachen werde. Nö, nö, nö. Nö, nö. Dein Gebiet. It's your area. Yes, yes, yes. Ja, bräuchten wir nur noch ein paar. Oh ja. Sag schnell. Ein paar Nägel. Guck mal, da unten könnten auch welche drin sein. Da könnten wir schon mal ein bisschen Munition wieder herstellen. Können wir das auch noch was? Ne, vielleicht, ne, finden wir ja auch noch. Fleiß, ja, der Zufall ein bisschen großzügig und wir finden noch Pfeile.
Ah, zumindest noch haben wir schon mal die Nägelchen. Ach so, ja. Gut, Stecker herstellen. Ja, das ist kein Problem. Dann können wir den noch rupfen. Gut. Dann haben wir den Zufall schon mal richtig zufällig per Zufall richtig schön gezufallt. Wenn der Zug fällt. Achso. Übrigens, schöne Ostern, ne? Also, Karfreitag ist er jetzt. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Nicht, dass ihr denkt, hier, ich bin komplett auf Knacks oder so. Er kriegt jetzt schon mit. Der trifft doch mal. Der geht wenigstens. Ich weiß gar nicht, was denn manchmal los ist, ne? Da ich das nicht so treffe. Aber muss ja auch nicht alle treffen. Man kann ja auch mal ein bisschen gemütlicher sein. Aber jetzt sieht man ja wenigstens mal, was hier vor sich geht, ne? Und so sieht man ja echt, echt wenig und selten was. Aber hier hat man es diesmal gut. Wenn ich da hochkomme, wäre cool. Dann gleich mal analysieren, wie wir da überhaupt auf diesen Berg kommen, ne? Schade. Ich habe echt gehofft, dass wir jetzt hier die Folge noch... weil im Winter war hier so ein kleiner Hirsch, ne? Ich nenne ihn... Ja, wie nenne ich den? Ich nenne ihn Hirsch. Und dieser Hirsch... Der war eigentlich ganz lecker. Und auch essbar. Hat er zumindest mal erzählt. So, und den wollte ich jetzt eigentlich nochmal suchen und dann sagen, ey du, ich kenne deinen Namen, Hirsch. Ich hätte gerne da mit dir so ein kleines Essensrendezvous, ne? Ich am Tisch, du auf dem Tisch. Und dann werdet was geworden, ne? Aber irgendwie wollte er jetzt nicht so. Der siegt denn ohne, ne? So, wir haben ein bisschen Hunger. So, dann können wir den noch schlachten. Und nochmal zwei Pfeile herstellen. Geil. Und den kleinsten Baum jetzt hier noch hocken, den man findet. Ach, guck mal, der hat nur ein Holz. Das ist aber wirklich ein Mini-Holzbaum. Ja. Ja. Ihr wisst, wie ich bin. Ah, da ist noch eine Kiste. Hätte jetzt schon gerne noch ein bisschen mehr. Ah, da, guck mal, da ist noch so ein kleiner Fraggle. Sondern geht es mir ja auch darum, genügend Munition zu haben, ne, wenn es losgeht. Und besonders... Aha. Ja, das sollte ich vermeiden, weil das ist dann einfach nur ein bisschen schlecht. Ja, ich krieg den noch. Den kleinen Schlumichel, ne? Den kriegen wir noch. Nicht knurren, nicht knurren, nicht knurren. Ist der Kleine? Ach süß, ey. Guck mal, da ist er direkt in den Pfeil aus Versehen gerannt. Oh, das ist aber traurig. Die ist nicht so schön. Nicht schönes kleines Bambuja. Ich habe echt gehofft. Wirklich, Leute. Ist mein Zuhause da? Dass wir hier eine Hörschung noch kriegen, aber das tut mir echt leid, dass ich euch hier da so bitterlich enttäuschen muss. Wo renne ich eigentlich rum? Okay.
Also wenn ich nach da mache, klar, jetzt nicht in den Wolf rein, aber... Sieht schon so aus, aber Dunge. Widerlich, ey. Widerlich, ey, wenn man andere Tiere tötet, um sein eigenes Essen zu... Ja. Zu stillen. Erstmal dich jetzt töten, mein weißer Wolf. Nochmal zum Ende hier so ein bisschen Action. Gut, alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liefern das ab. Suchen noch ein, zwei kleine, drei schöne Kisten. Ne, werden unser Dings aufbauen hier. Sag schnell, dass wir da ein bisschen Fisch wieder fangen im Wasser. Ne, werden uns das Ganze mal so aufbauen, dass wir dann wieder einigermaßen über die Runden kommen. Beziehungsweise ins neue Jahr. Schön reinstarten oder besser gesagt nach dem Winter. Aber das beim nächsten Mal, ne? Vielen Dank, bis nächstes Mal, ciao.